Wir fahren durch Meskenfara. Dann wartet. Holt euch mal einen Jeep und versucht durchzubrechen. Ja. Aber wahrscheinlich werden wir nicht schnell genug dort sein. Das heißt, irgendwann der Pampa einen Rennepunkt kriegen. Ich warte so lange. Ich warte auch. Also wir halten Spawn. Excel, ich steig. Achso, wir müssen dann einen Chip nehmen, der schon besetzt ist. Ja? Excel, ich hole mir auf jeden Fall im Herbst, wenn man wählen kann, noch einen Vektor im Stoff. In dem Half-Track. Den mRNA und will noch einen Sputnik haben. Du bist ja vollkommen abgesichert mit deinem BioNTech. Du brauchst gar nicht. Was weißt du doch gar nicht, wenn die Scheißmutter. Sehr gut. Also, Meskubara. Weiß man ja nicht. Also, guck, dass unser Team und das ist etwas unfair, so lange einen Haufen Leute gefällt, dass du dich zum zweiten Mal impfen lässt. Das ist also dann schon schwer. Excel, wir kriegen im Herbst sowieso noch wieder neue Mutationen aus Brasilien, weil sich das da unten fleißig ausbreiten kann. Weiß ich überhaupt nicht, der Biontech so toll ist. Jetzt wartet's doch erstmal ab. Genau, dann kriegen wir noch die Mutationen aus Afrika und so. Genau. Wartet's erstmal ab. Schwarzsehen bringt jetzt auch nichts. Ich weiß zumindest, dass die letzten 3 Tage mehr als doppelt so viel geimpft wurde wie vorher. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also ich bin beruhigt. Also bei uns ist halb so viel geimpft wie normal. Ja, Pepinium, du hast aber auch den maximalen Schutz. Weißt du doch nicht, hab ich doch natürlich. Ich hab ja keinen Titertest. Besser geht's dann. Ja genau, würde ich auch so sehen. Ja, alles Stoff andere wäre auch der den Sputz richtig gesehen hat, wäre so, weißt du das? Sputnik ist doch Mist. Nein, Sputnik ist nicht Mist, aber wie gesagt, von Pepino halt, dass das Selfish sich dann nochmal, also, nochmal... Also wer auch immer glaubt, mit der Spritze dann endgültig... Wenn die anderen nicht haben. Die afrikanische Variante hilft AstraZeneca zum Beispiel überhaupt gar nicht. Harald hat recht. Okay, der Anfangsfeld war langsamer als der andere. Außerdem haben wir alle ein unterschiedliches Risiko, da muss man ganz anders individuell entscheiden. Vor uns ist ein feindlicher Jeep, oder? Ja, ja. Ja, sehr gut. Danke. Das einzige sichere in der heutigen Zeit ist, seine 08 aus dem Waffenschrank zu holen und sich eine Kugel zu setzen. Damit muss sie. Wow, seid ihr mal wieder richtig schön gut gelaunt hier. Das ist ja echt. Meskenware, oder Harald? Kriegt man ja wirklich. Eine Panzerfaust, der würde platzen. Eine Wurst. Beim Koch. Ein Mistkerl. Voll, wo kommt der D34? Mit. Auf der Karte ist er, glaube ich, gerade gespottet worden. Ja, so. Spottet, ja. Der ist runterhalb von dir. Ich gehe, wenn du jetzt den blinkenden roten Panzer siehst, der grüne Typ dahinter bin ich. Aber ich habe nur eine MP40. Hab ihn. Wow, Hammerschuss. Ah, die Karte ist schön. Komm, wir verzichten uns rein. Erwischt oder nicht? Nee, ich wurde nur. Da kommen aus der Richtung, wo der brennende D34 steht, kommen Infanterie und alle mit der MP40 bewahren. Ja, der Heavy Pressure from the Southeast. Tanks and Infantry. Ja, das sind sehr viele. I think we can hold it, but not for ever, I think. In die Richtung, wo ich schaue, sind mehrere noch zu sehen. Ah, oh, was right? Park ist destroyed. Bei der Tinkerbill. Ja, das war einfach hier. Bitte nicht zu weit weg von der Flagge gehen, gell? Meskenwara wird überrannt. Ja, bitte zur Flaggenzone zurück. Leute, grabt euch mal ein hier und guckt, dass die Infanterie nicht drauf kommt. Hey! Achtung, der Artillerie schießt drauf auf den Außenpunkt. Ja. Ja, ist vielleicht auch besser, wir verteilen uns im Kreis vom Vektor rum. Wir haben auch schon Handgranaten, das heißt, die Infanterie ist schon im Bereich. Dann Flaggenzone. Granate hat mich erwischt. Flaggenzone, Leute. Ja. Nee, ist noch gut, aber wer weiß wie lang.
Fuck, was ist jetzt? Ah, die brauchen wir jetzt nicht besetzen, diese Artillerie aus. Also solange das hier so aussieht, brauchen wir nicht versuchen, irgendwo anders hinzugehen. Soll ich die Bug reparieren, oder? Ja, wenn du kannst, na klar. Ja. Ja. Aber es ist gefährlich, dass sie wieder zerstört wird gleich, gell? Ja, ja, ist ja egal. Aber bei mir ist der feindliche Rallye. Ich bin gerade direkt unter diesem großen, alleinstehenden Felsen. Feindliche Rallye ist zerstört worden. Sollte ein bisschen relaxed sein, das Ganze. Aber es ist ein feiner Tag, ja? Achtung, von Süden kommt jetzt viel rein. Ah! Bei der Bucky ist gerade einer vorbeigelaufen. Was kommt da rein? Nearly down, nearly down. Achtung, die Flagge ist weg. Direkt an dem großen Rennen oder der Park ist wieder ein Russe. Ja. Ich habe mit dem Karabiner daneben geschossen, weil ich schwer war und ich kann mit diesen Karabinern nichts anfangen. Ja. Hinter dem Zelt. Bei dem Felsen müsst ihr aufpassen, da sind lauter Russen. Oh, sorry, Harald. Das war jetzt unnötig. Da ist noch mehr. Achso, das war's. Internet. Jetzt schießt euch gegenseitig tot. Ja, cool. Gute Idee. Ja, wir haben's gehalten. Ah, jetzt habe ich gleich zwei Umbau. Das ist, glaube ich, noch von der letzten Karte drin. Das Achtung! Wow. Das war ein Reflexus. Das war irgendeine 150 mm oder was, eine russische. Eine Schwerartillerie mit Kettenantrieb. Das ist noch nicht vorbei, Leute. Ja, ja. Jetzt kommen wir nach Süden. Da kommt's runter ohne Ende. Ich bin trotzdem an der Pack, falls ein Panzer reinkommt. Ja, ist gut. Wenn wir das jetzt erstmal so halten, ist alles gut, aber wir sind halt hier direkt an der vordersten Front. Wie lange ist der Rally noch, Estate? Dürfte noch ein bisschen halten. Alles klar. Rally nicht überprüfen. Vielleicht 5 Minuten. Aber für 10 Minuten halten die Rallyes, gell? Ja, 600 ja. Sekunden. Genau. Dann können wir nochmal erneuern eigentlich. Ich meine, da liegt ja nicht so schlecht. Wer ist denn da bei mir in der Nähe? Können wir kurz herkommen, bitte? Leute, wir brauchen eine Panzerunterstützung. Ich geh mal kurz hin. Wer hat noch eine Panzerfaust? Ich glaube, die Position passt. Sprengladung. Ich bin wieder von der Artillerie ausgeschaltet worden. Alles klar, ich versuche mal das Sturmgeschütz zu holen. Ist was rot markiert ist, ja. Ah, aus dem Osten kommen sie hoch, da wo die Panzer hinkommen. Ich hasse. Bleibt ihr mal bitte bei der Flagge. Die sind schon oben am Stein. Ah, okay, die haben das Sturmgeschütz erwischt, dann komme ich zurück. Oh, die sind bei mir. Ja. Du bist beim Rallye, oder? Ah, direkt an unserem T34 beim Escavora. Wow, da kommt ein ganzes Squad, das geht über unseren Rallye zu den Fahnen. Die kommen aus südlicher Richtung. Sehr gut. Ja, Süden. Ich habe eine ganze Squad. Ist bei dir in der Nähe vom Panzer. West. Der Panzer soll sich zurückziehen. Flagge geht runter. Geh nicht zurück. Flagge. Er ist genau beim Rallye-Punkt. Escavora ist under attack again. Ja, wir brauchen Verstärkung. Panzer retreat. Jetzt hat die Artillerie auch noch eine. Achtung, der Rallye ist überrannt. At the moment, but I'm not sure if there is will be a larger attack following. Ja, ich denke, macht nichts, habt ihr jetzt weg hier. Ja, ja, wird einfach durchgezogen, weil wegen im Wald drunter ist aber noch einer. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Nicht der Noob. Das ist so unübersichtlich, die kommen echt aus allen Richtungen. Ja. Ich glaube, wir need assistance als Fuchsenfahrer. Jetzt ist aber lost von der sowjetischen. Verteidigt den Rallye auch bitte. Die legen da gleich neu, aber wir müssen noch durchhalten, ich komm gleich. I ask, wir werden am Rallye erledigt. So, ich lauf jemand mit mir, wir setzen den Rallye schnell. Weglaufen! Ah, Achtung, im Norden sind auch Feinde von uns, sie sind überall. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so etwas von dem so auf uns zusammengehabt.
Harald, ja, wir greifen von Gruppenwache aus an. Könnte zuschauen, wie er aus an. Bis wir mit try einen Counter-Attack und das Kinvara von. Ah, Counter nicht werden. Dann, ich komm rein wieder. Opel Blitz rein, der ist feindlich. Wer ist denn hier gerade südlich von Gruppenwache? Nicht. Ich werde nur gekillt, es ist herrlich. Ich habe mal das Bootleser-Rally gelegt. Die campen die Spawnpunkte ab hier. Notfalls bei Bussila rein. Kommt bitte trotzdem einer zu mir. Achtung, im Norden ist ein Panzer. Oder MG. Die sperren uns ab. Achtung, das Sturmgeschütz kommt rein. Sturmgeschütz müsste eigentlich unten sein. Ey, das gibt's doch nicht. Sturmgeschütz muss finished sein. Vielleicht ein Beutesturmgeschütz. Ich kann mich mir bei den Russen ehrlich gestanden nicht vorstellen. Wieso eigentlich? Weil die Russen mit der deutschen Technik nicht zusammengekommen sind. So. Wow, da kommen welche aus. Haben gerade gewusst, ja? Nein, das ist keine Arroganz oder was. Aber die Russen haben nur ganz selten Waffen als Beute. Leute, es kommt jetzt wirklich ein extremer Push von Osten rein. Konzentriert euch und fangt den ab. Ja, ich sehe es. Zwei Panzer. Und ich bin von einem Granatvolltreffer in samter Pack weggehaut worden. Wir haben einen extremen Push an Kuxenbacher. Achtung, auf schon beim Rallye sind Feinde. Schön. Whoever that was, wonderful. So, jetzt aber. Fan. Ja, du brauchst da mehrere, leider. Wir brauchen noch mehr Antipanzer. Das sollte aber reichen, der zweite. Nee, auch der dritte reicht nicht. Jetzt der knallt's, ne? Die ist wohl kaputt. Jawohl. Scheiße, in dem Augenblick, wo ich werfen wollte, war er schon tot. Kann man sich gut verstecken. Okay, okay. Bitte Leute, jetzt richten wir uns wieder Richtung Meskenbacher aus. Bitte zu mir kommen, schnell. Ja, versuch's. Date, ich bin gleich bei dir. Super. Danke. Ja, wir sind zu nah dran, warte. Achso, habe ich gar nicht geschaut, ja. Wir gehen auf die andere Seite. Komm, lass uns das, das westlich vom See legen. Okay. Na, dann rennen wir zu dritt, weil falls einer tot ist. Ach, da. Ich bin hinter euch. Ich würde sagen, kurz vor den Seeunfall. Ach, rein. Hinter dem Baumstamm, der da oben am Fluss liegt. Ja. Auf jeden Fall sollte man bald legen, weil... Ja. Ich glaube, dort vielleicht. Ein bisschen da rein. Ja, genau. Oder das hintere vielleicht. Auch nicht zu weit weg. Das ja. Hier. Sturmgeschütz bleibt stehen. Wer ist im Sturmgeschütz? Rallye steht. Das Sturmgeschütz brennt. Bleib stehen. Ich bin am Reparieren. Gut, Achtung, T34 an der Flagge. Wir bauen dich gerade wieder auf. Das ist eine wilde Karte. Ja, das ist eine schöne Karte. Auf der habe ich einmal bei einer Kampagne 16 Stück zerlegt. Also die ist echt schön, ja. Ihr schaut, dass der nicht im Public drinnen ist. Weil die Russischen haben eine PPS 43 plus eine Panzerfaust. Damit konnte ich scoren ohne Ende damals auf der Map. Das ist natürlich deine Bewaffnung, das stimmt. Ja, genau. Die kriege ich nirgends anders. Da hätte ich mich für die Russen entscheiden müssen. Aber ich habe meine Freunde vorgezogen. Ja, vom Messenwarer kommen wieder Leute runter. Obwohl, jetzt im Moment sehe ich gerade nichts, aber es war gerade einer, der... Die Straße, die zum Messenwarer runtergeht, da habe ich 12 Fotos, die mir hat irgendwer andere geschossen. Solange die pushen müssen. Wo ich finnische Stucks zerlegt habe. Da kommt wieder Infanterie rein. Ne? Aus Westen kommt die Leute. Ja. Da kommt wieder. Aus Süden kommt wieder zur Flagge, kommen Russen.
Ach, von Norden, von Nordwesten kommen auch Leute rein. Es könnte sein, dass sie den Rallye-Punkt in der Nähe von uns haben. Die können sich am See entlang schleichen. Aber sie aktuell tun sie es nicht, aktuell gehen sie durch den Balken. Ja, ja, die sind alle tot, Gott sei Dank. Ich glaube, die Stuck hat eine Sprenggranate reingeschossen. Achtung, die kommen vielleicht wirklich über den See rein. Ich sag ja, die können doch den See entlang rennen. Ich hab das Stück durch schnell Munition verpasst, dann bin ich tot gewesen. Ich hab einfach das Munipack genommen und hab draufgelegt. Mitten in die Flagge, Achtung, schnell bitte zurück zur Flaggenzone. Die Flagge geht auf runter. Die Fahne geht durch. Alle schnell zurück, ja. Ja, Fahne. Scheiße, darf man wieder hängen. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht so weit weggehen. Oh, Sowjets unter D34 Frack bei der Brücke. Da sind zwei Sowjets. Ja, genau, ich bin gerade erschossen worden dort. Unter dem D34 liegt. Unter D34 bei der Brücke, ja. Ich bin von einer Granate erwischt worden. Ich glaube, Excel, du hast ihn erwischt. Ach, shit. Zwei das ist eine. Ich hab ihn unter dem D34. Wir müssen auf jeden Fall die Flagge zurückbekommen, damit sie den Blitz wieder haben. Achtung, T34 kommt rein, Benze. Ja, er schaut zum Glück nicht hin. Der T34 ballert sehr gut, sehr gut. Ohne Ende. Das ist irgendwo noch eine Suche ohne 52. Ihr legt wir alle bei Malawi rein, wir gehen zu Fuß. Das ist keine Riesenstrecke. Ja. Außerdem hat es hier sowieso Fahrzeuge. Meine ist gut geschützt. Genau, geht's hier einfach, schnappt sich Fahrzeuge und fährt's hin. Ich sehe, I suggest we can switch to Maskenbara. Closer for us. Hält den Weg am besten nördlich von Rallye 7 unseren Rallye-Punkt für uns. Ja. Sure, wir haben die Flagge schon neutralisiert, obwohl wir noch nicht dort sind. Das haben wir mal gemacht. Aber wir gehen lieber auch dort mitverteidigen. Das wird gib mal weiter bei Rallye 2. Da ist ein Jeep hinfahren. Bei D3. Okay, ich geb's durch. Was bitte zu mir aufrücken? Ja, der hinter mir ist dann, dann legen wir das rein. Ja, attacking Puttelkabel von Jeep. Super. Wie nehmt ihr's? Sehr gut, danke. Passt, wir können gleich weiterlaufen. Ich lauf mal schnell rein. Normalerweise tun wir mal zusammen warten, aber diesmal, glaube ich, wenn es neutral ist, dann zählt's. Probably be an attack on Puttelka now. Achtung, Artillerie kommt auch noch rein. Oi, wir müssen uns anstrengen. Ja, ich geh mal bei der Hypotheke rein. Oh, da komm ich. So, alle spawnen? Ist noch mehr zum Spawnen? Warten wir zusammen. Ja, ihr könnt dann reingehen. Ich will mich erstmal hier umgucken, ob da nicht aus Versehen was gekappt wird. Genau. Ich bin bei Maskenwara. Ihr geht auf Maskenwara. Im Planbereich. Ja. Geht lang, naja, gar nicht so langsam, geht relativ schnell zurück. Ja. Jetzt bleibt stehen und wächst wieder ganz langsam, weil wahrscheinlich irgendwo ein Panzer rumliegt. Du bist der Einzige, der dort ist, ja? Aber ich komm mal gleich rein. Blassow hat mich wieder erwischt. Achtung, beim neuen Rallye ist auch schon was. Ja. Sollen wir den Rallye umlegen? Solange ihr ein Rallye habt, lasst ihn lieber mal dort. Aber wir stehen schon unter ständigem Maschinengewehrfeuer. Ja, wenn ihr ihn schnell umlegen könnt schon. Also der Feind ist schon ganz daneben. Der ist schon fast
20 Meter davor. Ja, legst du einfach neu, wenn zwei Leute nebeneinander sind, leg einfach. Egal wo. Nicht so schlecht. Jetzt ist einfach auf 8. Ganz schnell Rallye legen, bitte. Ah, jetzt kann er mehr da. Die laufen in einer Schützenkette mit den PPSHs, okay, und schicken alles wieder, was kommt. Ja, egal, was wollen wir. Ah, super. Mensch. Mein Gott. Ah. Puh. Jetzt brauche ich.